Hallo Leute, ich bin's wieder, der Fußball-LP, und wir spielen heute wieder The Division. Abo und Like geben nicht vergessen. Hallo. Ja, moin. Achso, falsche Richtung. Hä? Wieso wird doch hier angezeigt? Achso, ich sehe nichts, ich sehe keinen Pfeil oder so. Musst du das markieren, dann siehst du das. Ach, auch. Markieren. Ups, schon wieder die falsche Taste. Vor allen Dingen, seit wann sage ich denn Hallo? Na hallo? Hallöchen, ja, Popöchen. Hallo. Gegner. Erster tot. Oh, schieß vorbei. Oh, nochmal vorbei schießen. Es geläuft. Oha, bei mir auch. Ja, ich sehe ja, dass die Balken da auch nicht kleiner werden, wenn ihr schießt. Sah lustig aus. Gut, einer ist tot. Ja, ja. Gleich wieder Granaten abgekriegt. 26. Ich hab null drauf geachtet, dass diese scheiß roten Kreise bei mir sind andauernd. Hast du denn schon aufgehoben? Nee, ich komm grad von hinten. Pass auf, ja. Ich komm grad von hinten. Ja, ja, genau das. Danke. War gut. Alter, ich bin down. Zu schlecht. Down. Das war schon der Kampf, oder? Nee. Nee. Aber ich hab sogar einen Lila-Drop hier, ey. Eine LMB-Patrouille ich glaube, ich habe mir in der Basis bei nicht mehr Munition. In der 38. West und 3. Sie brauchen Hilfe. Ach, da oben drauf, wa? Oder was? Brauchen da oben Hilfe. Bei Kobe. Die Frage ist, wie wir da wo reinkommen. Über die Treppe. Oder über das Seil. Oder so. Ich drück mal die Konsole. TTF-Verstärkung angefordert. Hallo. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Feindkräfte. Oh. Die können doch nur über die Treppe kommen eigentlich, oder? Na, oder das Seil hoch. Was, die klettern doch niemals das Seil hoch. Oder müssen wir irgendwas schon wieder beschützen, ne? Weiß nicht. Wow, das ist richtig schwer was bisher. Ich hab schon zwei getötet. Also ich keinen. Obwohl die ja hier auf dem LKW stehen und hier oben hinschießen. Oh, jetzt geht Niki genau davor, wo ich auf dem Kopf bin. Wer klettert da denn noch? Das war's? Alles ist da. Ah ne, jetzt kommen bei mir welche. Feindkräfte nähern sich. Wo ist denn bei dir? Na, hier unten an der Treppe. Ist das rot? Wird bei mir gar nichts angezeigt hier. Ah, jetzt. Hinter uns aber auch. Also sehen tue ich noch nicht. Die kommen wieder vom Dings. Ah, jetzt kommen welche. Oh, ein gelber. Ach nee, das ist ja ein eigener. Gelber. Das ist ja grün. Oh, ich sterbe. Was? Oh, wo kommen die denn her? Ja, weil hier einer die Treppe hochkam. Nee, da war ich ja. Ja, hier sind doch. Ja, der kann dann nicht über meine Seite gekommen sein. Der bleibt doch mal stehen. Hier steht besser. Ich stand die ganze Zeit bei dir. Na, schießt du da mal Treppe weiter, dann kommen wir noch mehr.
Ach, von hinten können da welche gekommen sein. Ja, über die Seile, ne? Nee, über die andere Seite, wo ich stand. Echt super. So, jetzt wird nur noch da drüben einer angezeigt. Vorbei. Na, noch steht's nicht da, dass es vorbei ist. Na, die zweite Welle, meine ich, ist vorbei. Da, haben wir uns was eingebrochen. Da hinten ist noch einer. Oh, Sniper. Ist gut. Den Zivilisten hat er auch noch geschossen. Sehr gut. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Feindkräfte. Kommt Treppe. Level up! What? Ist Level 29? Ja. Linke Seite kommt jetzt ein lila Typ. Der stellt wieder hier so ein MG gleich. Ich bleib erstmal hier in der Ecke, ja? Ja. Er steht, weißt du? Ich schieß trotzdem vorbei. Das sind immer die geilsten. Kampf abgeschlossen. Gute Arbeit da draußen. Guck mal, ich hab Level ab. Wieso bist du denn Level 29? Du warst doch ewig weit hinten. Das wundert mich auch. Ich dachte, ihr habt gesetzt. Ihr habt ja letztes Mal noch gelevelt. Ach stimmt, wir haben ja alleine ein bisschen gespielt. Ah, die kleinen Säcke. Eine Ehre, an ihrer Seite zu kämpfen. Die haben ja einfach Solo gespielt. Ja, wenn du nie kannst. Ich kann immer. So, erstmal alles hier ein bisschen einsammeln. So, dann ist die Frage, ob wir dann einmal in die Basis zurückporten, um dann mit den Leutchen da zu sprechen. Vielleicht gibt's da nochmal ein paar Missionen oder so. Niki, lauf nicht weg! Nein! Aber was Lilanes? Lass es! Ich muss den Hund jetzt töten! Oi. Musst du gar nicht. Deswegen bin ich jetzt zurückgelaufen. Ja, um es zu sehen. Du bist schuld! Du bist schuld! Ist klar. Ich port jetzt mal zurück. Ach du mit dem Portwein, ey. Wo war denn das? Oh, hier ist ja noch ein Dingsbums, da gehe ich erstmal hin. Wohin? Telefonaufzeichnung. Bestätige. Lade. Mal gucken, ob das überhaupt die richtige Basis ist. Aber wenn wir jetzt Level 29 sind, dann können wir doch da diesen Level 30 Einsatz spielen. Irgendwie. Hä? Huh? Zeigt er mir wieder schon Bullshit an. Siehst du es auf dem Radar? Das soll ja eigentlich hier sein. Was? Also bei mir zeigt er das noch ein Stückchen weiter drüben an. Also. Ja, aber in dem Gebäude quasi irgendwie. Yep. Was sucht ihr denn? Telefonaufzeichnung. Achso. Geht noch voraus, ne? Oh, kann ich doch werden. Aber geht's jetzt denn die da? Ich frage, ob die überhaupt hier drin sind. Ah, guck mal, das ist eventuell ein Innenhof, wenn ich von der Karte her das richtig deute. Ich glaube, von der anderen Seite, wo wir waren, kommen wir da irgendwie doch hin, oder? Ich weiß nicht. Ich rede ja auch mit Niki. Wo soll ich denn das wissen? Oder hier über den LKW hoch. Ah, hier gibt es jetzt sogar einen mit Hundestaffel. Nice. Oh, hier ist ein Dark Zone Ausstattungshändler. Nicht schlecht. Was habe ich da gerade kaputt geschossen? Kann er sagen, dass die Typen uns folgen, hier, die Pisa. Da gibt's sogar Gales. Die krabbeln da hoch, lol. Ja. Hochgeschwindigkeits. Hä? Da ist er doch. Ach, da.
Am Anfang gab es Gespräche darüber, uns mit einem PMC zusammenzuschließen, das dafür bezahlt worden war, Büros in der Wall Street zu bewachen. Ich weiß es nicht genau. Hier habe ich schon mal Roy gebildet. Wenn die mitgespielt hätten, wäre vielleicht alles nicht so schlimm geworden. Aber ihr Boss, dieses Bliss-Arschloch, entschied, dass sie mit niemandem kooperieren würden. Also gerieten wir plötzlich in einen Krieg mit diesen Typen, während die Krankheit außer Kontrolle geriet. Reicht ja nicht, dass ein Supervirus versucht, uns zu töten. Jetzt hatten wir noch die verdammten Söldner am Hals. So, das war doch links irgendwo. Video. Oder war das nicht links? Mitreisen im Kampf nicht möglich. Was? Kannst du dich dann teleportieren? Ich hab's noch nicht gefunden. Achso, ich hab einfach auf Fuba geklickt und. Aber ich komme halt nicht hin, weil wir noch im Kampf sind. Ach da. Blitzreise. Im Kampf ja, hä? Na dann lass uns mal erstmal weglaufen hier. Das war richtig gut. So, wo finde ich jetzt? Toll, ist der Sackgasse. Da sind ja überall welche. Furchtbar, oder? Naja, was macht ihr denn da auf der Seite? Heimlich Level. Eigentlich wollten wir hier nur weg. So, jetzt müsste es ja eigentlich gehen, ja. Ausstattungshändler. Nee, bei mir immer noch nicht. Ja, aber ist doch nichts mehr rot. Oh, hier sind auch welche. Ah, die haben mich gleich scheinbar nicht gesehen. Levelt man denn danach weiter oder nicht? Wie bitte? Wenn man 30 ist. Levelt man dann weiter, wenn man 30 ist, oder? Keine Ahnung. Ja, nicht. Da sind vor uns aber auch wieder welche, ne? Muss doch irgendwann wieder gehen, ey. Am besten in Safehouse rennen. Ah, ich kann jetzt. Ja, das hat ja gedauert, bis du kannst. Gut Ding will Weile haben. Ja, ja. Immer nicht. Immer noch nicht? Scheiße. Und wo rennt ihr denn da rum? Da ist gleich so eine Untergrundstation, vielleicht wenn du darin rennst. Ich sehe euch nicht mal mehr auf der Karte. Ach doch, da. Ihr seid doch da im Dark Sound Eingang. Geht doch da einfach rein. Ich bin doch schon hier. Ja, aber da ist doch Niki. Wie es aussieht, gibt es keine. Das ist doch hinter dir der Dark Sound Eingang. Geh doch da einfach rein, dann kannst du porten. Siehst du den? Ja. Genau. Aber dann müsste ich. Wen haben wir denn da? Hey, hey, das ist unser Held der Stunde. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand das schafft, worum wir sie gebeten haben. Das Beste ist, dank Ihnen können meine Ersthelfer dahin, wo wir sie am dringendsten brauchen. Nicht schlecht für den Start, hm? Man lernt nie aus. Du bist schon da? Sehen Sie, alle Verbrecherbanden, mit denen wir zu tun hatten, sind auf der Flucht. Es sind noch welche da, aber es sind deutlich weniger. Das merkt man. Die Einwohner fühlen sich wieder sicher genug, um auf die Straße zu gehen. Die JTF hat Sarah geholfen, ihre Hilfszelte wieder aufzubauen. Um den ganzen Block stehen die Leute Schlange, um sich Nahrung und Medizin zu holen. Wir fangen endlich an, etwas zu verändern. Ich habe den Besitzer von meinem Feinkostgeschäft in Queens getroffen. Der denkt wirklich darüber nach, den Laden irgendwann wieder aufzumachen. Tja, wenn ich mich anstrenge, erkenne ich fast mein altes New York wieder. Wer hätte es gedacht? Ja, wenn man hier wieder rauskommen würde, ja. Okay, genug Schulterklopfen für einen Tag. Durch die gleiche Tür wieder raus. Das LMB geht uns immer noch auf die Nerven. Ich hab's zu tun. Guckt sich das jetzt geht schon auch für Sie. An, also los.
oder ist er einfach nur nicht da? Ach, seine Lampe leuchtet, aber man hört ihn nicht mehr. Hörst du ihn? Nö. Okay. Ich habe auch Video geguckt. Ach so. Habe ich auch eigentlich gesagt? Nee, hast du nicht. Doch, habe ich. Kannst du auf mein Video gucken? So. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt erstmal ein Folgenpäuschen machen. Am Arsch? Hi. Wie am Arsch? Wir lassen niemanden zurück. Ja, aber hast ich kann auch hier eh nicht raus. Also, warum kommst du da nicht raus? Weil Blitzreisen nicht geht und hier komme ich nicht wieder raus an der Stelle. Okay. Nee. Aber das ist doch Türausgang, oder nicht? Nee. Die Z-Eingang, hm. Ja, aber normalerweise kannst du da ja rausrennen. Ja, wenn sie sagt, es geht nicht, wird es schon nicht gehen. Das ist ja dumm. Ja, dann gucken wir mal in der Folgenpause, wie wir dich da rauskriegen. Genau. Gut, dann Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.